Hi Leute, herzlich willkommen hier beim Schachpanda, dem Kanal, um einfach besser Schach zu lernen. Heute zeige ich euch eine weitere hochinteressante User-Analyse von dem Daniel. Viel Spaß damit! Ja, die Partie, die mir der Daniel zugeschickt hat, ist hier wirklich eine ganz besondere Partie, denn die hat der Daniel gegen ein IM gespielt. IM Akko Alvir. Kannte ich vorher auch nicht, aber ein starker IM, der Daniel hier offiziell mit einer Zahl von knapp 1650 und der Akko Alvir mit über 2-3. Also, man sollte meinen, eigentlich eine klare Geschichte, aber wir schauen uns mal an, wie der Daniel sich hier mit Schwarz schlägt. E4, E5, Springer F3, Springer F6. Das ist die russische Verteidigung, durchaus gut spielbar. D4 ist hier, glaube ich, so ein bisschen die schärfere Variante, sonst kann man hier auch Springer E5 spielen. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber der Hauptzug und auch der beste Zug ist Springer E4. Läufer D3 greift jetzt den Springer an. D5, man entwickelt sich, besetzt hier das Zentrum und Weiß schlägt jetzt ebenfalls diesen Bauern. Und jetzt hier nach Läufer D6 von dem Daniel haben wir eine komplett symmetrische Stellung. Und ja, hier kann Schwarz nicht groß schlechter stehen. Weiß hat hier sicherlich seinen Anzugsvorteil, aber mehr auch nicht. Beide rochieren. Und jetzt spielt hier der weiße H3. Ja, H3 versteh ich ehrlich gesagt nicht so. Denn welche Figur soll denn? Also Läufer G4 droht ja nicht. Und auch sonst sehe ich nicht, welche schwarze Figur nach G4 sollte. Und H3 kann ich auch mal die Diagonale schwächen, kann mal das Feld G3 schwächen. Habe ich auch in meinen Anfängervideos immer wieder kritisiert, diesen unnötigen H3-Zug hier von einem IM gespielt. Mag sein, dass er eine Idee hatte, ich sehe sie nicht. Ein bisschen unnötig. Der Daniel spielt jetzt hier F6, um diesen Springer zu vertreiben. Verständlich, denn dieser Springer ist hier ziemlich unangenehm. Allerdings passt auf bei Zügen mit dem F-Bauern, wenn ihr kurz rochiert habt, denn das schwächt hier diese Diagonale und das werden wir auch in dieser Partie sehen, dass das durchaus ein Thema sein kann. Deswegen passt ein bisschen auf mit solchen Zügen. Springer F3, Springer C6, aktiv entwickeln und auf diesen D4 drauf und ja, Weiß möchte jetzt hier auch aktiv spielen und macht jetzt hier sicherlich einen sehr guten Zug. C4 geht sofort auf diesen Bauern drauf, bereitet sich schon vor, diese Diagonale zu öffnen und dieser Bauer könnte mal ein bisschen wackelig werden und der deckt immerhin diesen Springer. Das ist natürlich der Nachteil von Springer C6, dass man jetzt hier nicht mehr C6 spielen kann. Ja, der Daniel spielt das hier gleich aktiv weiter. Springer B4 macht auf jeden Fall Sinn, auf diesen Läufer hier drauf zu gehen. Dieser Läufer ist hier sicherlich die beste weiße Figur, hat hier Angriffsideen, und den würde man gerne abtauschen. Und deswegen, ja, würde sich wahrscheinlich jetzt hier für Weiß anbieten, diesen Läufer, auch wenn es erstmal einen Zug Zeit kostet, zurückzuziehen. Und ja, nach dem Motto, na, was machst du denn hier eigentlich, Schwarzer? Du hast dir deinen Springer ziemlich weit vorgezogen, der steht vielleicht mal komisch rum, der D5 könnte bald hängen, der E4 wird dann wackelig. Und ja, so ein bisschen zu sagen, ich sehe gar nicht, was du genau dagegen machst oder wie du dich aufbaust, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, stattdessen nimmt Weiß hier, das ist natürlich konsequent. Jetzt hängt der Springer auf E4, deswegen tauscht der Daniel den jetzt raus und jetzt, da der Springer immer noch hängt, spielt der Läufer F5 mit Tempo. Ja, wenn ihr jetzt mal durchzählt, hat jetzt Weiß hier einen Mehrbauern, er hat nämlich gerade hier diesen D5 gewonnen. Allerdings ist das ein isolierter Doppelbauer, den er mehr hat. Und Schwarz hat auch das Läuferpaar. Ist hier übrigens eine Blitzpartie. Da sind natürlich so eine Faktoren wie Initiative nochmal deutlich mehr wert. Aber auch so, selbst in einer praktischen Partie, in einer Langzeitpartie, hat Schwarz hier sicherlich vernünftige Kompensation. Zumindest aus praktischer Sicht. Es folgt Dame B3, geht aus dieser Festung raus, deckt den D5 und greift den B7 an. Und den B7 will man hier nicht unbedingt noch mitgeben. Deswegen spielt der Daniel hier völlig logisch B6.
Also bisher hier, ja, eine sehr interessante Partie. Der Daniel hat hier einen Bauern mehr oder weniger geopfert. Und wir werden mal schauen, wie er das weiterspielt. Denn die Grundregel bei so einem Bauernopfer, wenn man dafür Initiative bekommt, ist einfach aktiv weiterzuspielen. Denn wenn mein Pfand die Initiative ist, dann muss ich zusehen, dass ich die behalte. Denn wenn irgendwann Weiß es schafft, die Initiative abzuwehren, dann hat er irgendwann nur noch seinen Mehrbauern. Wobei der natürlich hier ein bisschen, ja, ist die Frage, wie viel der wert ist, so ein isolierter Doppelbauer. Jetzt folgt hier Springer C3 und jetzt tauscht der Daniel diesen Bauern und das ist natürlich jetzt strukturell für Weiß deutlich besser. Jetzt hat er hier seinen isolierten Doppelbauern zusammengeführt zu, ja, so einem Doppelbauern mit Art hängenden Bauern. Und jetzt kann er zumindest irgendwann mal C4 spielen und dann hat er seine Bauern halbwegs erstmal gedeckt. Deswegen ist die Frage, warum, ob man den hier tauschen möchte, ob man nicht sowas spielt wie Turm E8, Dame D7. Und das ist das Erste, was ich dir hier mitgeben möchte, lieber Daniel. Wenn du bei dem Gegner so eine strukturelle Schwäche hervorgerufen hast, wie einen isolierten Doppelbauern, versuch doch diese Schwäche beizubehalten, damit du darauf spielen kannst. Anstatt dem Gegner zu ermöglichen, diese Schwäche loszuwerden. So, jetzt spielt der Daniel hier A5, das gefällt mir gut, gewinnt hier ein bisschen Raum und insbesondere die Dame steht auf B3 relativ vernünftig und die müsste jetzt gleich nach D1 zurück und da steht sie sicherlich unangenehm und deswegen so eine ganz natürliche Reaktion auf A5, hatte ich auch schon in ein, zwei anderen Videos mal erwähnt, ist jetzt aus weißer Sicht einfach A4 zu spielen. Es ist ganz klar, mit dem Zug A5 möchte Schwarz als nächstes A4 spielen. Und da kommt immer so ein bisschen das prophylaktische Denken. Okay, mein Gegner spielt diesen Zug, das ist fast Reflex hier A4 zu spielen. Und man sagt im Prinzip, ja, kannst du vergessen den Plan A4, such dir mal einen neuen Plan. Turm E1 ist natürlich sonst auch vernünftig, die offene Linie besetzen, auch eine gute Grundregel. A4, und jetzt geht aber die Dame zurück. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, Weiß hat ja immer noch einen Mehrbauern. Schwarz hat allerdings das Läuferpaar mit, ja, zwei wunderbaren Läufern, die hier sehr aktiv stehen. Und beim Weißen ist es gar nicht so klar, wo seine Figuren hinkommen. Der Läufer hat wenig sinnvolle Felder. Der kann nicht nach F4, der kann nicht nach G5, der kann sich irgendwie nur ein bisschen passiver hinstellen. Und auch der Springer hat keine richtigen Optionen. Und ja, für Schwarz spielt sich das hier eigentlich jetzt ganz angenehm. Dame D7, deckt den A4, verbindet die Türme, geht hier auf die Diagonale. Sicherlich ein guter Zug. Turm E3. Ja, verständlich. Bereitet mal die Verdopplung vor, deckt den F3, deckt den C3. Allerdings steht der Turm natürlich sehr merkwürdig, verstellt hier den Läufer. Deswegen ist die Frage, ob dieser Zug hier so viel Sinn macht. Aber da die Verdopplung angedroht war, ja, besetzt jetzt Daniel hier auch die E-Linie und ja, so langsam macht sich auch der Entwicklungsrückstand von Weiß bemerkbar, dass hier sein Turm noch nicht mitspielt. Auf A1. Es folgt Dame E2. Und jetzt tauscht Daniel hier raus und spielt Turm E8. Das macht auch durchaus Sinn. Aber hier nochmal eine andere Anregung. Es geht hier wieder um diese Bauernstruktur. Solange diese Bauernstruktur so ist, sind die Bauern eigentlich immer noch ziemlich schwach. Der C3 ist schwach. Und insbesondere auch der D5. Weiß würde sehr gerne C4 spielen. Dann sind die Bauern deutlich stärker und decken sich hier. Und deswegen ist es hier eine sehr interessante positionelle Idee, B5 zu spielen. Mit der Idee, diesen D5 wirklich als Schwäche weiter zu markieren. Und auch hier, ja, ist im Prinzip das gleiche Thema, lieber Daniel, als Idee, versuch, gegnerische Bauernschwächen weiter auszunutzen, zu fixieren, damit du gegen sie spielen kannst. Ist in einer Blitzpartie natürlich immer schwieriger. Aber ansonsten, schau dir meine Videos an, wie spielt man gegen die hängenden Bauern, wie spielt man gegen rückständige Bauern. Da kommen viele von diesen Konzepten, über die ich hier rede, vor. Gut, der Daniel tauscht hier und besetzt die offene Linie, macht natürlich auch Sinn. Allerdings ist jetzt natürlich Weiß bald komplett entwickelt und schafft jetzt diesen wichtigen Zug C4. Trotzdem sind diese Bauern natürlich immer noch gefährdet. Und jetzt, ja, gibt es hier einen sehr interessanten taktischen Schlag. Für Schwarz. Wenn ihr wollt, haltet das Video an und sucht den mal. Ich selber habe den auch nicht gesehen und wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ich habe über dieses Video taktische,
Ideen in Partien erkennen gesprochen. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt so eine Stelle, wo bei mir der taktische Radar gar nicht so angegangen wäre, weil gefühlt hat Weiß hier eine Menge Verteidiger und Schwarz hat zwar die Läufer, die da hingucken, aber so richtig gefährlich sieht das für mich jetzt noch nicht aus. Aber hier funktioniert schon Läufer H3. Wenn Weiß den wieder nimmt, ist es nach Dame H3 schon fast um. Das große Problem ist, es droht Turm D3 und Turm G4 matt. Und ja, der Computer spielt hier zum Beispiel schon Dame F1 und gibt hier diesen Springer. Und dann haben wir jetzt hier natürlich einfach zwei Bauern umsonst gewonnen. Das wäre natürlich eine starke Kombi. Aber ja, wie gesagt, kann ich Daniel hier nicht groß vorwerfen, den nicht gefunden zu haben. Mehr oder weniger eine Computerkombi oder vielleicht eine Kombi für längere Bedenkzeiten. Läufer F4 macht auch Sinn, um jetzt auf diesen Läufer zu gehen und die Fesselung auf der E-Linie zu nutzen. Eine andere Idee wäre hier irgendwann mal B5 mit der Idee, diese Bauernstellung aufzusprengen und dann gegen diesen D5 wieder zu spielen. Läufer F4, Dame D2 geht aus der Fesselung raus. Ja, und jetzt haben wir hier eine neue Bauernstellung und Weiß. Ja, der E3 ist schwach, der C4 ist tendenziell immer schwach, der D5 ist gerade noch gut gedeckt, aber sobald der C4 irgendwie aufgelöst wird oder verloren geht, wird der D5 auch schwach. Also Weiß muss sich jetzt hier sehr um seine Bauern kümmern. Und der Computer sagt auch, das ist hier vollkommen ausgeglichen, trotz des Minusbauern für Schwarz, das heißt volle Kompensation. Und der Daniel spielt das weiter sehr, sehr stark jetzt. Läufer E4 droht direkt, Läufer schlägt F3. Und dann Dame H3 und schaut euch mal diesen Springer zum Beispiel an. Der Springer hat hier keine guten Felder. Der kann hier nur irgendwie zurück, weil die Dame da auf D2 eben ein bisschen komisch steht, der das Feld wegnimmt. Und deswegen spielt jetzt hier der weiße Turm F1, um diesen Springer zu decken. Und ja, jetzt ist weiter eine Phase, wo man hier als Schwarzer weiter Druck machen muss. Denn irgendwann kann sich Weiß hier konsolidieren. Und ja, eine sehr spannende Idee ist jetzt eben hier B5. Die Idee ist, dass ich danach den D5 gewinne. Und wenn meine Dame hier auf D5 auftaucht, dann spiele ich jetzt gegen diese, also so. Und zum Beispiel, der Turm geht jetzt nach hier. Dame D5, dann greife ich wieder diesen Springer an. Und jetzt spiele ich hier gegen diese hängenden Bauern. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Und hier steht natürlich Schwarz super. Alle Figuren stehen aktiv. Und das ist ein angenehmes Spiel. Ich habe auch einen rückständigen Bauern. Deswegen ist das hier alles nicht ganz klar. Aber eine angenehme Stellung für Schwarz. Daniel spielt stattdessen C6. Das ja, macht auch Sinn, um irgendwie ein bisschen was zu tun gegen die Bauern. Aber jetzt habe ich als Weißer zumindest meinen D5 aufgelöst und bin ein bisschen vorangekommen. Allerdings habe ich immer noch schwache Bauern. Den C4, den E3. Deswegen ist auch C6 sicherlich ein guter Versuch. B5 wäre noch ein bisschen stärker. Aber mir gefällt das hier sehr gut, wie Daniel einfach konsequent Druck macht eigentlich mit jedem Zug. Damit C3 und Turm C8 geht jetzt hier auf diesen Bauern. Und jetzt schaut euch mal an, wie toll diese ganzen schwarzen Figuren hier harmonieren. Der C4, Weiß kann den sowohl mit Turm C1 als auch mit Springer D2 decken, aber beide Züge funktionieren nicht. Turm C1, dann hängt der F3. Dann nehme ich hier einfach den F3 raus und das wird natürlich katastrophal. Jetzt bin ich mit meiner Dame hier drin und das kann sich Weiß nicht erlauben. Und Springer D2 geht genauso nicht, Läufer G2 und dann wird diese Diagonale übel. Da dominiert dann mein Läufer auf jeden Fall in dieser Diagonalen und ich hätte meinen Bauern auch zurückgewonnen. Also ganz toll hier zu sehen, wie die schwarzen Figuren harmonieren und deswegen folgt jetzt A3 und ja, Weiß gibt jetzt seinen Bauern zurück. Daniel nimmt hier den Springer raus, hätte ich auch erst gemacht und jetzt nimmt er hier auf C4. Und wir kommen jetzt ins Turmendspiel mit gleichen Bauern. Und das soll jetzt hier so ein bisschen auch das Thema werden, das Turmendspiel. Turmendspiele sind kompliziert. Sie sind die häufigsten Endspiele, aber auch die kompliziertesten. Und ich werde jetzt hier nicht jede Stellung bis ins letzte Detail erklären, weil das auch gar nicht möglich ist. Und auch ich da nicht den Durchblick habe, da müsste man sich, kann man sich wahrscheinlich eine Woche lang mit beschäftigen. Aber so Grundideen. Und zwar die erste Grundidee lautet Aktivität. Aktiv spielen. Weiß fängt damit an und spielt sofort aktiv und geht auf diesen Bauern. Und Daniel macht das jetzt auch sehr gut und spielt genauso aktiv. Turm C3. Ein großer Fehler oder einfach kein guter Zug wäre zum Beispiel hier Turm C6 und diesen Turm hier so passiv hinzustellen.
weil dann macht dieser Turm nichts anderes mehr, als diesen Bauern zu decken. Und das war es mit meinen aktiven Ideen. Stattdessen ist es viel besser, hier aktiv zu werden. Und hier stehen jede Menge Bauern, die ich angreifen kann. Und mein Wunsch wäre es jetzt, nachdem erstmal noch den E3 zu nehmen. Jetzt hängt nämlich noch der F3 und der A3. Der D4 ist schwach. Und ja, hier hat Schwarz sehr gute Siegchancen. Ich sage immer Siegchancen jetzt hier. Auch mit mehr Bauern ist ein Turm in Spielen noch lange nicht gewonnen. Auch zwei mehr Bauern müssen hier nicht zum Sieg reichen. Hier zählen eben auch andere Faktoren wie Aktivität und ähnliches. Also Turm B1, Turm E3 und Weiß macht es jetzt gut, deckt diesen E3 und ja, jetzt könnte man ja meinen, okay, jetzt nehme ich den und Weiß nimmt den und jetzt habe ich hier einen tollen Freibauern und gute Siegchancen. Aber das ist sowas wie so eine Standard. Stellung in Turmendspielen. Jetzt folgt nämlich eine weitere Grundregel. Türme gehören hinter die Bauern. Mein schwarzer Turm gehört eigentlich nach hier, hinter meinen Freibauern. Und auch der weiße Turm gehört hinter den Bauern. Und Weiß schafft es jetzt danach, seinen Turm dahinter zu stellen. Und das Problem ist, mein Turm und meine Bauern, die behindern sich gegenseitig. Ich kann meinen Turm nach A1 stellen und den Bauern bis nach A2 spielen. Aber danach komme ich nicht mehr weiter, weil mein Turm nicht weg kann, weil dann der A2 hängt. Und hier komme ich einfach nicht mehr weiter. Auch wenn der Freibauer gefährlich aussieht, aber das ist eine ganz bekannte Stellung oder Idee, dass sowas nicht zum Sieg reicht. Und deswegen findet jetzt hier der Daniel einen wunderbaren Zug. Wenn ihr wollt, haltet die Partie an und sucht mal einen schönen Zug für Schwarz. Der es Schwarz ermöglicht, hier weiter auf Gewinn zu spielen. Ich verrate es euch: Turm B3. Wunderbar. Deckt den B6, bietet den Turmtausch an, aber wenn die Türme getauscht sind, Quadratregel. Weiß kommt nicht mehr ins Quadrat, der Bauer rennt durch. Deswegen kann sich das Weiß nicht erlauben und geht jetzt hier rüber. Auch eben schön zu sehen, Turm A1, klar, deckt den Bauern, aber das ist furchtbar passiv. Dieser Turm wird nichts mehr machen in dieser Partie hier und deswegen entscheidet sich Weiß hier für Aktivität auf jeden Fall besser. Daniel nimmt jetzt hier den Bauern mit. Turm C8 Schach, König F7 und jetzt. Ja, schaut euch mal an. Schwarz hat jetzt hier zwei verbundene Freibauern und wenn Weiß jetzt nichts macht, dann entscheiden die den Tag oder die Partie. Und jetzt kommt auch eine weitere Grundregel: Freibauern voran. Freibauern sind einfach ja den Trumpf, den man hat. Und deswegen hier hat man einen Freibauern D5 sofort vor, nimmt dem schwarzen König das Feld E6 und ja. Ist auch sehr gefährlich. So lange braucht er nicht mehr, um durchzurennen. Turm D3 macht Sinn, greift diesen Bauern direkt an und ja, entfernt sich hier von A3, so dass danach mein Bauer rennen kann. Weiß spielt jetzt erstmal dieses Schach. Auch das macht Sinn, da dieses Feld gedeckt ist. Und jetzt kommt König G6. Und das ist ja interessanterweise. Ein Zug, der hier die großen schwarzen Gewinnchancen ja sehr stark senkt. Es sieht logisch aus, nach G6 zu gehen in gewisser Weise, weil man da sicher steht vor den Schachs. Aber das ist gar nicht die Hauptaufgabe hier. Mein König hat hier eine Aufgabe, und zwar sich um diesen Bauern kümmern. Und deswegen ist ein besserer Zug König F8 oder sogar König E8. Diese Bauern hier hinten, die interessieren gar nicht. Weiß kann jetzt den G7 nehmen, Weiß kann den H7 nehmen. In der Zeit rennen hier meine Bauern vor, sodass sie bald durch sind. Und ich gewinne auch noch den Bauern. Und diese Bauern spielen hier keine Rolle. Was jetzt hier eine Rolle spielt, sind diese beiden Freibauern. Die sind Freibauern und sind weit vorne. Und dieser Bauer, der spielt eine Rolle. Und ja, deswegen hier hätte, seht ihr auch an der Leiste, hat Schwarz hier noch ganz klare. Siegchancen, ziemlich klare Siegchancen, steht klar besser mit diesen verbundenen Freibauern. König G6 sieht so logisch aus. Es folgt E4, was diesen Bauern deckt. Und gleich werden wir das Problem des Schwarzen sehen. A3, Freibauern voran, absolut richtig. Weiß geht hinter den Bauern, auch absolut richtig. B5, die Freibauern laufen. Und jetzt folgt König E2. Und jetzt haben wir ein Problem, was wir mit unserem Turm machen. Unser Turm hält den A3 gedeckt. Aber er steht auch in der D-Linie und kümmert sich um den D-Bauern. Das macht er auf D3 perfekt. Aber jetzt muss er sich entscheiden, was er tut. Und natürlich will ich ihn meine A3 halten, deswegen spielt. Kommt hier vollkommen richtig vom Daniel Turm C3.
Und jetzt hat er aber den D-Bauern außer Acht gelassen und jetzt folgt sofort D6. Und dieser Bauer ist natürlich jetzt brandgefährlich. Und deswegen, ja, entscheidet sich der Daniel verständlicherweise für Turm C8. Jetzt fällt der Bauer, jetzt geht er an den ran. Turm D3. Und jetzt geht der König wieder zurück. Eingesehen den Fehler. Turm D5. Der Bauer rennt vor. Jetzt tauschen sich hier die Bauern ab. Ja, jetzt seht ihr natürlich durch diesen kleinen Zug Turm König G6 hat es Weiß geschafft, durch Aktivität die schwarzen Freibauern zu gewinnen. Und ja, diese Stellung ist jetzt nahezu Todremis. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen an. Daniel macht das noch sehr gut. König G6, Turm B5, der Turm geht hier rüber, H4 und jetzt sehr schön, der Turm kommt jetzt hier ins gegnerische Lager und holt diesen H4 ab, aber nochmal ein schönes Schach, um den König auf ein schlechteres Feld zu bringen. Das Problem ist, es ist trotzdem sehr, sehr schwer zu gewinnen. Also Todremis ist jetzt natürlich falsch, aber nochmal ein Schach. Das Problem einfach ist, Turmenspiele mit einem Mehrbauern sind kompliziert und gerade, ja, der weiße Turm steht super aktiv. Der König kommt hier schwer vor und das ist, ja, sehr schwer. Das Problem ist auch, dass wenn sich die Bauern alle tauschen und ich einfach nur einen Bauern mehr behalte, dann, wenn ich jetzt keine spezielle Stellung habe, ist das typischerweise Remis. Das heißt, ich darf gar nicht so viele Bauern tauschen. Der Turm geht hier rüber, sperrt den König ab, absolut richtig gespielt. Auch der Turm wartet erstmal ab. Der König ist abgesperrt. Greift er hier den Bauern an, der Daniel, und zieht jetzt seinen Freibauern vor. Ja, den kann er natürlich mal vorziehen, aber der ist natürlich auch ein bisschen allein auf weiter Flur. Weiß wartet weiter ab. Was soll Schwarz groß tun? Gibt noch einen Schach. Gibt noch einen Schach und geht jetzt hier auf die Grundreihe. Ja, das unterstützt schon mal den Bauern und bereitet so eine Schachs vor. E5. Ja, E5 ist jetzt natürlich, die Frage ist, warum? Weiß kann hier sicherlich auch versuchen, einfach weiter abzuwarten. Denn so richtig hat Schwarz hier noch nicht gezeigt, wie er weiterkommt. E5 soll jetzt hier natürlich Bauern abtauschen. Was jetzt interessant gewesen wäre, wäre Turm F1 Schach. Schwer zu sehen. Und jetzt muss sich Weiß entscheiden. Er muss ja den F4 gedeckt halten. Also muss er eigentlich nach G3 oder nach E3. Das Problem ist, wenn er nach E3 geht, lässt er den H-Bauern so ein bisschen aus den Augen. Und dann ist H4 schon sehr gefährlich. Und wenn er hier nach G3 geht, kann man jetzt wunderbar H4 spielen. Und wenn der König den nimmt, dann kann man hier nehmen König G3 und hat dann den schönen Zug Turm F5 und gewinnt danach diesen Bauern und hat dann zwei mehr Bauern im Turmenspiel. Und das wird reichen, wenn es jetzt nur zwei verbundene Freibauern sind. Aber super schwer zu sehen, gerade bei in so einer Blitzpartie. Das wäre hier nochmal eine Chance gewesen, dem Gegner das Leben unangenehm zu machen. Nach diesem Tausch. Ja, bleibt jetzt hier nicht mehr viel über. Hier kommt noch ein Turmschach. Jetzt spielt Daniel H4, aber mit diesem Mehrbauern ist diese Partie nicht zu gewinnen. Dazu kommt später auch nochmal ein Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal gucken. Die Philidor-Verteidigung für jetzt in dem Fall Weiß, wie man so ein Turmenspiel Remis hält mit Minusbauern. Also wenn man nur noch gegen einen Bauern spielt. Aber ansonsten, ja, tolle Partie, lieber Daniel, wirklich toll gegen einen IM. Ja, du hast hier Druck gemacht. Du hast im Prinzip einen Großteil der Partie auf Gewinn gespielt und das ist schon eine starke Leistung. Dass es am Ende nicht ganz reicht zum Sieg, kein großes Ding, aber ein Remis da zu holen, ist trotzdem natürlich bärenstark. Ja, was kann ich dir mitgeben, lieber Daniel? Also, die Eröffnung fand ich hier sehr gut gespielt. Also, das Erste, was ich dir mitgeben kann, F6, sei vorsichtig mit diesem Zug. Ja, es muss sich nicht immer negativ auswirken, aber bedenke diese Konsequenzen mit dieser Diagonalen. Das zweite, was ich dir mitgeben möchte, hier hast du das hier, überlege, ob du, wenn du dein Gegner so eine Bauernschwächen hast, ob du die wirklich, ja, nicht auflösen willst, aber ihm helfen willst, hier seine Bauernstellung zu verbessern. Also achte so ein bisschen auf die Bauernstruktur und wie man dagegen spielt. Das kannst du dir in meinen Videos nochmal anschauen. Das ist das zweite, was ich dir mitgeben möchte. Und ansonsten, ja, das Dritte, was ich dir mitgeben möchte, das ist natürlich jetzt ist jetzt auch in dieser Stellung, auch das hat hier mit der Bauernstruktur zu tun, ne? Dass man hier einfach das aufsprengen kann mit B5. C6 trotzdem sehr aktiv gespielt, gefällt mir gut.
Hier gehst du jetzt ins Torment-Spiel und hier kommt jetzt dieser, ja, eigentlich dein einziger, ich will es gar nicht Fehler nennen, aber deine unklare Ungenauigkeit, hier nicht nach hier zu gehen, sondern nach hier. Also denk dran, der König ist die beste, eine der wichtigsten Figuren, um sich auch um gegnerische Freibauern zu kümmern. Achte darauf. Ja, wenn euch die Partie gefallen hat, also mir hat sie riesig gefallen, und euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch einen Daumen hoch da lasst, damit ich weiß, was euch gefällt. Und ja, wenn ihr mein Video noch nicht, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und die Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Bis bald, ich freue mich, euch hier wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda.